Hallo und herzlich willkommen hier an der Felix-Nussbaum-Schule in Walsrode, einem meiner Arbeitsorte. Mein Name ist Eike Patzle und ich bin Diakonin im Kirchenkreis Walsrode und hier mit dem Auftrag, ein Schülercafé aufzubauen. Und heute wollen wir von hier aus gemeinsam Andacht feiern. Jesus hat einmal gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind zwar räumlich nicht miteinander versammelt, aber wir sind online und vor allem im Glauben miteinander verbunden. Und wir feiern diese Andacht, wie wir es immer tun, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Gott, ich bin hier und du bist hier. Ich bete zu dir und weiß, ich bin verbunden mit dir, mit anderen, die zu dir beten. Genau jetzt, genau so. Ich bin hier und du bist hier. Das genügt. Und ich bringe dir alles, was ist. Höre auf unser Gebet. Amen. Die heutige Losung aus dem Neuen Testament steht im Matthäus-Evangelium im Kapitel 6, die Verse 28 bis 29 und 31. Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Samstags gehört mein Vati mir. Auf diesen Spruch eines Maiplakats aus dem Jahr 1956 bin ich auf der Recherche für meine Andacht aufmerksam geworden. Vielleicht erinnern sich ja die einen oder anderen sogar noch daran. Der 1. Mai, den feiern wir heute, Tag der Arbeit. Und er steht für viele hart Erkämpfte in der Arbeiterbewegung. Lange Arbeitstage, gerechte Löhne, Arbeitsschutz und auch Familienzeiten sind Themen dieser Bewegung gewesen und sind es auch noch heute. Verbunden mit Maispaziergängen, Demonstrationen und Verhandlungen und auch im Rahmen kultureller Veranstaltungen wurde immer wieder auf die Bedeutung dieser Thematik aufmerksam gemacht. Vieles wurde für Arbeitnehmer erreicht. Mittlerweile können auch Väter in Elternzeit gehen und müssen nicht darum kämpfen, am Wochenende Zeit mit ihren Kindern verbringen zu dürfen. Arbeit. Bedingungen haben sich geändert. Ihr Wert auch. Was bedeutet Arbeit für uns Menschen? Die SchülerInnen der OBS haben sich im Zuge des Aufbaus dieses Cafés Gedanken über Werte gemacht. Gut, um Arbeit ging es da jetzt vorrangig erst einmal nicht. Aber wenn ich mir diese Wand hier hinter mir anschaue, dann kann ich vieles davon mit dem heutigen Tag verbinden. Da finden wir zum Beispiel Begriffe wie Gleichberechtigung oder wie Fairness oder auch Wertschätzung. Ich kann mir vorstellen, dass diese Begriffe den Menschen, die für ihre Rechte gekämpft haben, genauso wichtig waren und auch Antrieb für ihren Einsatz. In Anbetracht der aktuellen Wirtschaftslage mit all ihren Herausforderungen, die diese mit sich bringt, bekommt Arbeit meiner Auffassung nach noch einmal einen ganz neuen Wert. Arbeit war schon immer wichtig. Aber in so einer Krisensituation ist es doch nochmal etwas anders. Geht es Ihnen auch so, dass Sie viel häufiger als sonst hören, wie schön es ist, zur Arbeit oder auch zur Schule gehen zu dürfen? Viele können es noch nicht. Sie vermissen ihre Arbeit, ihre Aufgaben, gewohnte Strukturen und natürlich vor allem auch die Menschen, mit denen man persönlichen Umgang pflegt, die man sieht und vermisst. Manche sind in Kurzarbeit, bangen um ihren Job oder haben sogar ihren Arbeitsplatz verloren. Arbeit ist ein präsentes Thema, heute besonders. Ja, und Arbeit hat einen hohen Wert. Und keine zu haben, erfüllt mit Sorge. Die Tageslosung für heute spricht aber davon, dass wir uns nicht sorgen müssen. Nicht sorgen in Anbetracht der aktuellen Situation, leichter gesagt als getan. Was können wir also anstattdessen tun? Die Lilien, sie arbeiten nicht, sie wachsen. Vielleicht ist es gut, den Fokus auf das Wachsen zu werfen,
darauf, wie es weitergehen kann und nicht alleine darauf, was gerade nicht möglich ist. Worin können wir wachsen? Wir können füreinander wachsen, offene Ohren und Augen haben, füreinander die Stimme erheben und uns gegenseitig unterstützen. Ich denke, dass wir in Solidarität und Mitgefühl weiter wachsen können. Es gibt schon viele gute Beispiele dafür, dass uns das gelingt. Wir können uns dort einsetzen mit unseren Gaben, wo wir gebraucht werden. Und ich denke, wir können im Glauben wachsen. Gott Vertrauen schenken und ihm zutrauen dürfen, dass er es gut mit uns meint und uns nicht alleine lässt. Wir können von ihm lernen, zuversichtlich zu sein, Hoffnung zu haben und nicht an Sorgen zu verzweifeln. Vertrauen wachsen lassen hilft, Sorgen zu tragen, sie vielleicht auch einmal beiseite zu legen und für den Moment zu vergessen. Frei zu sein für anderes, für Neues. Frei zu sein vor allem aber für das Leben. Amen. Für die musikalische Begleitung habe ich eine Kollegin in der Schule gewinnen können. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Kirsten Karsfeld-Grotjan bedanken, die mich heute unterstützt. Und wir wollen gemeinsam das Lied Schenke mir Gott singen. Der Text wird unten eingeblendet. Man findet ihn aber auch in den Freitönen in der Nummer 180. Ja, und das Lied singen wir nicht hier, sondern dafür schwenken wir einmal rüber in den Musikraum. Also, herzliche Einladung mitzusingen. Zurück im Schülercafé möchte ich Sie einladen, gemeinsam mit mir zu beten. Himmlischer Vater, du siehst, was gerade los ist in deiner Welt. Das Leben der Menschen verläuft ganz anders als sonst. Viele vermissen Freunde und Verwandte. Sei du ganz nah bei ihnen und schenke deine Nähe und Geborgenheit. Erfülle du die Menschen mit deiner bedingungslosen Liebe. Guter Gott, hilf, dass wir unsere Ohren und Herzen für das Gute im Leben öffnen. Schenke uns Lebensfreude, auch in den kleinen Dingen. Du hast uns das Leben mit all seinen Facetten geschenkt. Hilf uns, dieses zu meistern, aber auch zu genießen, trotz mancher Widrigkeiten. Lass nicht zu, dass uns Sorgen und Ängste erdrücken. Trage du uns und unsere Last und schenke Zuversicht und Hoffnung, wo Dunkelheit und Verzweiflung herrschen.
Lieber Vater, es gibt viele Menschen, die sich mit ihrer Kraft und ihren Gaben einbringen für andere, ob im Ehrenamt, Beruf oder Familie. Schenke du ihnen die nötige Kraft, Geduld und Fantasie dafür. Lass gegenseitigen Respekt füreinander und die Liebe für die anderen Grundlage für unser Zusammenleben sein. Gott, all das, was uns darüber hinaus bewegt und Sorgen macht, aber auch das, was uns Freude bereitet, legen wir in das Gebet, das dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mit Worten aus einem altirischen Segenswunsch möchte ich Sie nun gestärkt in diesen neuen Tag schicken. Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen. Er gebe dir für jede Träne ein Lachen. Für jede Sorge gebe er dir eine Aussicht und eine Antwort auf jedes Gebet. Amen.